Nächste Wortmeldung von meinem Abgeordneten Leopold Steinbichler. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Minister, sehr geehrter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen auf der Tribüne und vor den Fernsehgeräten. Das war ja an und für sich heute zu dieser dringlichen eine sehr, sehr interessante Diskussion, wo ich glaube, auch der Minister Hundstorfer in der Darstellung der Geburtenzahlen auch ein Bild gegeben hat, was eigentlich in der letzten Zeit unter den letzten zwei Regierungen passiert ist. Bei diesem Rückgang der unter 15-Jährigen, das Bild der Familien, wo viele Ehepaare oder auch Alleinerziehende nicht mehr bereit waren oder sich aus wohlüberlegten Überlegungen für die Zukunft nicht mehr leisten konnten, ein weiteres oder mehr weitere Kinder in die Welt zu setzen, die wir brauchen. Ich habe letztens beim Familienthema gesagt, Kinder sind Steuerzahler, zukünftige. Egal in welchem Bildungssystem, in welchem Beruf sie aufarbeiten, sie zahlen, und auch wenn sie Lehrlinge sind, weil so oft diskutiert wird oder dargestellt wird, mehr Bildung. Na, ein Lehrling zahlt vom ersten Tag bereits wieder Steuern. Wir müssen wissen, die sind schon wieder Steuerzahler. Das sollte man viel mehr berücksichtigen, Herr Minister, auch dann, wie lange man die Kinderbeihilfe zahlt. Das ist auch eine Gleichstellung dann gegenüber dem Studium. Wir müssen die arbeitenden Berufe und die produktiven Berufe, die wir noch im Lande halten können, auch dementsprechend entlohnen, dass die von leben können von diesem Einkommen. Heute im Zuge der Budgetdebatte wurde gesagt, wer hat 1.000 Euro eingesteckt. Da müssen wir am Land einmal schauen, da gibt es genug Berufsgruppen, genug Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die verdienen 1.000 Euro im Monat oder darunter und müssen davon leben. Ich glaube, hier müssen wir viel mehr Realität hereinbringen. Wir müssen viel mehr darüber reden, die Ursachen zu analysieren, als großspurig in der großen Weltgeschichte, was aber notwendig ist, zu suchen. Und da hat der Generaldirektor von der Föster, Direktor Eder, ein gutes Beispiel gebracht vorige Woche. Richtig. Wenn in Österreich der Durchschnittsstundenlohn 33,30 ist in der Industrie, in Deutschland 23,20 und in China 4,40 Euro, müssen wir darauf eine Antwort finden. Sonst hätte ich wieder runtergehen müssen wie bei der Landwirtschaft mit dem Palmölbutter, weil den könnte man dann wesentlich billiger aus dem Regenwald und in äthiopischen Ländern erzeugen, als wir hier vor Ort in einer gesunden Landwirtschaft, was wiederum Arbeitsplätze heißt, was gepflegte Kulturlandschaft heißt, was Kreislaufwirtschaft heißt. Diese vielen kleinen KMUs und Mittelbetriebe, die wir verlieren, und Präsident Auer hat es am Bund gebracht. Er hat zu Recht bejammert die Situation in der Landwirtschaft und auch seine eigene Arbeit. Das ist keine Frage, wer es dafür verantwortlich, Herr Präsident. Aber du hast recht, bei der Eröffnung der Rieder Messe war die Frau Präsidentin selber vor Ort. Und wenn dort jemand die Situation in der Landwirtschaft dargestellt hat, dann war er ein Miesmacher. Jene, die sie beschönigt haben und gesagt haben, es geht schon, ähnlich wie Präsident Schultes, die Betriebe müssen gut aufgestellt sein, also möglichst in Nähe von Industrieräumen, wo man umwidmen kann oder mit guter Erbschaft ausgestattet, das waren die Mutmacher. Also das ist keine Politik für den ländlichen Raum und das trifft uns jetzt voll. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das können wir dann bei dem Finanzausgleich beweisen. Nur das ist ja dann die Behandlung wiederum der falschen Politik. Wir haben es heute in der Früh gedacht, ich bin heute hier zur Sitzung gefahren. In Linz ist alles, der gesamte Verkehr, gestanden. Aber nicht, weil er unfair war, weil immer mehr Leute aus den Bezirken in den Zentralraum zur Arbeit fahren müssen. Das heißt, ein gewaltiger Zeitverbrauch, der der Familie fehlt oder der Freizeitwirtschaft fehlt, und ein gewaltiger Stress. Da hat dann ein Mitarbeiter mit 7 Stunden oder 8 Stunden auf Belastung von 10 oder 11 Stunden. Das muss man alles insgesamt anders bewerten. Und ich denke ganz besonders im ländlichen Raum, diese vielen Wirte, diese vielen kleinen und Mittelunternehmer, wie Präsident Auer richtig gesagt hat, die mit diesen Bauern mitsterben. 100.000 Bauern haben den Betrieb geschlossen. Das ist eine Unzahl von Schmiedebetrieben, eine Unzahl von Elektriker, Kleinbetrieben, Familienbetrieben vor Ort, die Lehrlinge ausgebildet haben, Mitarbeiter in einem familiären Verhältnis beschäftigt haben. Das ist auch was wert, glaube ich. Wenn man in einem Großkonzern arbeitet, hat man oftmals nicht diese Wertschätzung, wie wenn man in so einem Familienbetrieb arbeitet. Also es ist eine
Summe und eine Fülle von Ergebnissen, die wir anders bewerten müssen. Und ich denke, das war heute der Ansatz, wenn der Finanzminister zwar sehr bürgerlich und volksnah dargestellt hat, die Zahlen, aber da haben wir ein Problem. Es fehlen 6 oder 5 Milliarden Euro. Und ich glaube, das müssen wir in aller Deutlichkeit sagen, woher nehmen, wenn man nicht bereit ist zu Strukturmaßnahmen, zu Reformen, die längst angekündigt sind. Wenn man immer wieder verteidigt dann die Pflichtmitgliedschaften bei den Kammern, wenn man die Sozialversicherungen verteidigt und dort die Freunde nicht aufgibt und der aktiven Wirtschaft zur Verfügung stellt, diese Gelder, die dann der Wirtschaftsminister, der Finanzminister, der Sozialminister bestens für die Bürgerinnen und Bürger verteilen können. In diesem Sinne, glaube ich, ist es höchst notwendig, dass wir diese Diskussion weiterführen. Und eines hat mir gefehlt. Und das war wahrscheinlich der Grund, weil die Diskussion von den, diese Dringliche von den NEOS heute eingebracht wurde. Auch die Diskussion dieser Thematiken, die wir jetzt besprochen haben, im Zusammenhang mit TTIP. Warum wurde diese Demonstration in Berlin von den Medien so totgeschwiegen? 250.000 Bürgerinnen und Bürger haben ihre berechtigten Sorgen und Ängste dargestellt. In Österreich dasselbe. Herr Kollege, deine Handbewegung ist nicht gut, weil ich denke, es ist ganz, ganz wesentlich, auch was ganz besonders am Arbeitsmarkt, diese Sozialstandards und diese Auswirkungen bis zur Privatisierung des Wassers betrifft, dass wir die ordentlich diskutieren. Und ich denke, hier gilt es anzusetzen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger, die Ängste und Sorgen, die Berechtigten, wesentlich hier ernsthafter diskutieren. Die Zeit des Drüberfahrens ist vorbei. Ich glaube, die wirtschaftliche Situation ist ernst genug, dass wir uns alle gemeinsam anstrengen, hier, egal von der Landwirtschaft, von den KMUs bis zu den Industriekonzernen, bis zum Sozialbereich, dass wir diese Problematik gemeinsam lösen. Danke.